In Köln findet jährlich eine der größten Messen der Welt statt. Jährlich reisen 100.000 Leute mit dem Auto, mit dem Flugzeug oder mit der Bahn nach Köln, um dort die neuesten Games, Computer und Konsolen-Hardware zu bestaunen. Auch für mich ist diese Messe ein besonderes Event im Jahr. Ich war bereits 3 Jahre in Folge auf der Gamescom und jedes Mal war es ein Erlebnis, das ich so nicht vergessen werde. Und natürlich geht es auch dieses Jahr wieder für mich auf die größte Spielemesse der Welt, die Gamescom, zusammen mit dem Lukas. Und wir sitzen, toll, und wir sitzen schon im ICE. Gleich beginnt die Fahrt nach Köln. Und zack, sind wir in Köln. Das war eine unglaublich schnelle Fahrt. Ich bin das erste Mal in meinem Leben mit dem ICE gefahren. Ich fühle mich sicher durch meinen Reiseführer Lukas. Lukas, du bist ein schöner Reiseführer. Das Tolle ist, in Köln, zur Gamescom-Zeit, die ganze Stadt hängt voller Plakate mit Spielen. Da hoch? Okay. So, hier hinter mir, guck, Doom, Eternal. Oh. Es ist alles voll mit Spielen. Es kommt langsam der Hype auf. Und ich kriege richtig Bock auf die Messe. Jetzt müssen wir erstmal hinfahren. S-Bahn oben, okay. Mit 2 Rucksäcken zu reisen ist beknackt. Das ist noch beknackter. Oh. Ja, danke. Bis Dienstag. Aus dem Zug raus, ab in die Jugendherberge. Dieses Mal sind wir in der Jugendherberge, direkt neben der Messe. Aber der Weg dahin führt durch die pralle Sonne und es ist unglaublich warm. Und scheiße, sind da viele Leute. Das ist bestimmt hier so eine Senioren. Da waren Senioren, die da, ja. Wir haben nie gesagt, sind denn? Senioren. Wir sind drinnen. Wir sind verdammt nochmal drinnen und wir haben es geschafft. Wir sind aufgeregt. Lukas steht direkt beim Essen. 5. Stock. Lukas, hier geht's raus. Zimmer 14, 12, 11. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hier steht's sogar. 5, 14, 1, 5, 13, 5, 14. Oh, ich bin ein bisschen gespannt. Er passt. Hui. Tada. Oh, geiler Blick. Also morgen Timelapse vom Hochhaus, würde ich sagen. Ah, die Tür zu hier. Okay, Roomtour. Wir haben ein Bad und eine Dusche. 2 Betten. Also ganz ehrlich, das ist doch cool. Lustige Geschichte. Mein Ticket ist ab 17 Uhr. Lukas' Ticket ist ab 16 Uhr. Wir haben es 16.17 Uhr. Wir dürfen bis 17 Uhr jetzt warten. Egal. Okay, auf geht's. Fahrstuhl. Yay, dein erstes Mal Gamescom sehen, angucken, wie findest du sie von außen? Ist sie schön? Nee, noch nicht. Ah, schade. Geht schon wieder los. Wir sind drinne! Drinne! Weißt du, das erste Mal Gamescom, du schaust voll unmotiviert. Ja, hier ist ja noch nichts. Ja, okay, hier kommt noch was. Guck mal, die gehen alle raus schon wieder. Alle gehen so raus. Können alle wieder gehen. To do now, need
Und ich habe jetzt gerade die Planet Zoo Beta angespielt, also den Nachfolger von dem für mich unglaublich coolen Spiel Planet Coaster. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Spiel wirkt erwachsener in den Spielelementen, die man gesehen hat. Das Spiel wirkt ausgereifter und... Hi. Guten Tag. Und irgendwie auch so ein bisschen wertiger. Es hat sich natürlich einiges am Aussehen geändert, das muss man schon mal sagen. Guck mal, da ist Twitch. Lass mal zu Twitch gehen. Das Spiel hat sich natürlich so ein bisschen verändert vom Aussehen, laut, von der Mechanik und sowas und auch von den Elementen. Mich hat jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, das Thema Zoo noch nicht so abgeholt. Also ich bin einfach viel mehr der Rollercoaster-Typ, deswegen ist der Vorgänger für mich immer noch besser. Aber ich bin mal gespannt, ob ich eine Beta finde, ob ich mich ein bisschen reinspielen kann und ob es vielleicht genauso cool oder sogar cooler wird als der Vorgänger. Weiß ich noch nicht, bin mir nicht sicher, aber vielleicht. Da vorne ist Cyberpunk. Cyberpunk ist mit das Spiel, wo ich mich einfach am meisten drauf freue in den nächsten Jahren, weil es einfach Nachfolger von CD Projekt Red ist und es ist einfach toll. Glaube ich. Zumindest bei dem, was ich gesehen habe. Und ich freue mich unglaublich darüber, wenn es endlich online also kaufbar wird und man es spielen kann. Aber ich würde mich unglaublich gerne dabei anstellen. CD Projekt Red ist halt einfach dafür bekannt, unglaublich gute Spiele zu machen. Und das haben sie hoffentlich hier auch wieder gemacht. Ich halte die Tradition aufrecht und mache ein Unboxing von meiner Lucky Box, die ich mir jetzt gekauft habe. Halt mal die Kamera. Filmt schon. Ich hatte ja letztes Jahr schon mal sowas gemacht und diesmal habe ich ein Horizon gesehen und dachte mir so, okay, Horizon, das muss halt sein. Deswegen mal gucken, was da drin ist. Ich guck mal nicht rein, sondern greife mal wieder rein und ich fühle einen Karton. Ich fühle wirklich einen Karton. Eine Tasse! Geil! Ich habe noch eine Tasse. Die von letztem Jahr steht bei mir mittlerweile im Regal. Oh mein Gott, die sieht aber echt geil aus. Das ist voll cool. Okay, ich habe eine Tasse. Ich trinke übrigens, ich habe letztes Jahr gesagt, ich trinke nur noch aus dem Overwatch-Glas. Geilen Overwatch-Glas. Nur noch, werde ich nur noch draus trinken. Und ich mache das momentan tatsächlich. Okay. Es ist noch ein zweiter Karton drin und ich habe auch schon gesehen, was es ist. Ja, nice. Also, letztes Jahr war cooler, fand ich. Aber ey, immerhin habe ich jetzt so eine Mini-Errant-Figur. Also, ich fand Horizon toll, deswegen finde ich das toll. Das war ja super. Halle 10.1 ist und bleibt einfach für mich so eine gemütliche Halle. Die ist schön, da war ich zu Anfang mit Elias viel. Als wir das erste Mal hier waren und es wird sich für mich immer bleiben. Ich habe 65 ja, Stärke. Passt dir die Faust aufs Auge? Ja, und ich will auf die 65 Stärke nochmal 20 Ideen draufrechnen. Ja, meine Ahnung. Sehr schön, Lukas. Ich bin gerade in den Fanboy-Modus abgerutscht. Erinnert ihr euch noch letztes Jahr an dieses Drama, nein nicht Drama, aber diesen Moment, wo ich so ein bisschen mad drauf war im Vlog, weil ich mich nicht mehr an der Schlange bei Gronkh anstellen konnte. Gerade eben haben wir ihn zumindest noch kurz gesehen, wie er weggegangen ist. Ich habe ihn auf seine unglaublich geilen Schuhe, diese Regenbogendinger angesprochen. Habe einfach mal richtig fett laut gerufen, geile Schuhe und er hat mich hat mir geantwortet. Es klingt jetzt so banal, dass ich das erzähle und es klingt so, Alter, was geht denn bei dem Typen ab? Der hat halt geantwortet. Aber ich kann es nur wiederholen von letztem Jahr. Gronkh war der erste YouTuber, der erste, mit dem ich im Internet irgendwie Kontakt hatte, dessen Videos ich geguckt habe und der mich einfach seither immer wieder inspiriert und motiviert und zu allem drum und dran halt einfach ein Vorbild irgendwie. Schon fast so ein bisschen so ein Kindheitsheld, wenn man es mal so sagen möchte. Und deswegen ist das für mich so eine Situation, ich würde ihn einfach gerne treffen und mal Danke für alles sagen, aber passiert halt erstmal nicht. Es ist jetzt 20:06 Uhr. Security schmeißt einen überall raus. Die Putzfrauen warten, dass sie loslegen können. Lukas und ich gehen jetzt ins Zimmer, bringen alle möglichen Sachen weg und gehen dann nochmal was essen. Und damit war das eigentlich, waren die ersten 4 Stunden auf der Gamescom. Relativ schnell rum, relativ cool gewesen, wie ich finde. Wo ist Lukas?
Das ist Lukas. Und morgen geht's dann sozusagen weiter. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Zimmer. Und wir sind im Hotelzimmer angekommen. Lukas duckt sich gerade unter meinem Kameraarm weg. Der hat ja noch was zu essen. Teilen. Oh. Ah. So, wir wollen jetzt noch was essen gehen. Das machen wir aber ohne Kamera. Und wir sehen uns morgen. Bis morgen. Guten Morgen von Tag 2 der Messe. Warum rede ich wie Hitler? Ah. Ich wollte nicht wie Hitler reden, ich bin kein Nazi. Guten Morgen von Tag 2 der Messe. Der Gamescom-Messe. Wir sind wieder auf dem Weg, wir sind wieder bereit. Dankeschön, Lukas. Ich habe hier ein Display, du Held. Ich habe ein Display. Wir sind wieder auf dem Weg zur Messe. Und heute ist ein langer Tag. Das heißt, ja, Lukas sagt es schon ganz richtig, heute lassen wir es krachen. Und schauen uns mal die ganzen Games an, die so rauskommen. Erstmal müssen wir reinkommen. Es ist 8.24 Uhr, das heißt, die Messe hat leider noch nicht offen. Top Arbeit hier. Ich laufe diesen Irrgarten jetzt recht schnell, um schnell in die Hallen zu kommen, damit sich das irgendwie lohnt. In 45 Minuten macht die Messe offiziell auf. Visitors with a valid ticket, please use entrance hall 11. Komm, wir haben es auf die Messe geschafft. Jetzt ganz schnell zu Cyberpunk. Ganz schnell. Halle 6, da drüben die. Geschafft. Oh, ist warm. Das heißt warten. Ungefähr 2 Stunden. Ich hoffe, die Präsentation wird cool. Viele Leute da stehen, die sind im Hintergrund. Wir warten jetzt seit vielleicht 2 Stunden oder sowas, aber wir sind gleich dran. Da hinten ist der Eingang, gleich geht's los. Stunden nachdem wir uns angestellt haben, sind wir durch mit Cyberpunk und wir haben tatsächlich Gameplay gesehen. Es wurde live gespielt, live auf der Xbox, sonst was. Es war ziemlich cool, es war mal nicht irgendwie durchgeballert, es war mal ein bisschen mehr zum Thema Story, was man gesehen hat. Und gerade zum Schluss gab es noch einen mega geilen Teaser, wo ich dann echt da saß und einfach nur Gänsehaut hatte. Es war geil, also wirklich cool. Wir haben so komische Karten bekommen. Zum Schluss haben die dann noch 2 aus dem Publikum ausgewählt mit Schere, Stein, Papier spielen. Und dann haben die da irgendwie so ein hand-signed Poster von der Band, die Musik gemacht hat, bekommen. Also alles in allem war das eine ziemlich coole Aktion und ziemlich coole Präsentation dort. Hier ist jetzt Watch Dogs und Lukas möchte sich da anstellen, denn jetzt ist ja der Tag irgendwie so richtig angefangen. Jetzt können wir uns nochmal genau nach den Spielen umschauen. And
19 Uhr, das bedeutet in einer Stunde ist hier Schluss, ist hier rum, ist hier nichts mehr. Und ja, was soll ich sagen? In Halle 10.1, hier bauen sie alles ab. Also teilweise, hier sind noch so Stände, in denen noch was gemacht wird. Hier drüben spielen noch Leute Karten, glaube ich. Was passiert mehr? Mehr passiert nicht mehr so richtig viel. Ich weiß nicht, vielleicht gehen wir jetzt nochmal hoch. Die Family and Friends Abteilung, da ist ja auch noch so ein bisschen was mehr Interessantes. Mehr oder weniger. Und dann ist ja auch schon bald rum. Dann haben wir ja auch schon bald das Ende der Messe erreicht. Und damit auch das Ende der Messe für dieses Jahr. Aber jetzt schauen wir erst nochmal ein bisschen rum. Europas größtes Tuning. Ich war shoppen. Ich habe mir ein T-Shirt gekauft. Und zwar, weil wir heute anstanden, es musste sein. Cyberpunk. Und es war tatsächlich genau in M noch da. Und das ist einfach perfekt gewesen. Und jetzt bin ich ein bisschen in Kaufrausch. Ich will noch irgendwie mehr kaufen. Mir kribbelt es in den Fingern. Vielleicht kaufe ich noch was. Ja, das war's von der Gamescom 2019. Nächstes Jahr wieder in Köln. Nächstes Jahr wieder zurück. Und jetzt sind wir beide im Partnerlook mit den Cyberpunk-T-Shirts. Die haben wir uns beide noch geholt. Lukas hat sein Brötchen vergessen. Oh, krass, es ist irgendwie immer wieder dasselbe. Du läufst hier lang, gehst raus und irgendwie ist es komisch. Und übermorgen geht's dann wieder. Aber es ist dennoch komisch. Na gut, immerhin haben wir nochmal Fettausbeute gemacht. Und du hast auch ein T-Shirt. Du hast auch Bändchen von der Gamescom. Lukas ist jetzt ins Bändchen-Game gegangen. Also einmal natürlich die Omen-Geschichte beim Stand von LeFloid und alles, als sie da ihre Show hatten. Da habe ich natürlich auch noch abgestaubt. Hier, man sieht es auch, oben Männchen. Und dann haben mich die nachher noch getroffen und nochmal so ein Foto gemacht mit ihm und mit Olli. Ihr wisst ja auf dem YouTube-Kanal, ich habe immer ganz viel von ihm gekocht und da, also nachgekocht aus dem Format. Und da habe ich jetzt eigentlich gesagt, da muss ich jetzt auch mal ein Foto mit der ganzen Nummer machen. Und hier hinter mir ist jetzt die Messe. Das war die Gamescom 2019. Wir sehen uns. Ja, vielleicht beim nächsten Mal dann wieder. Ich würde sagen, damit beende ich auch das Video an dieser Stelle und wenn es euch gefallen hat, lasst ja ein Like da. Ihr wisst, wie es alles abläuft. Schreibt die Kommentare, was euch gefallen hat. Schreibt die Kommentare, was ich verbessern kann. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich nächstes Jahr, beziehungsweise dann im nächsten Video. Lukas, irgendein Schlusswort? Feierabend. Feierabend. Wenn